Gegen Mitte des 19. Jahrhunderts begannen zahlreiche aristokratische Familien der Umgebung in Santa Cesarea Terme ihre Villa zu errichten, um in aller Ruhe die Sommerzeiten zu genießen. Unter denen sticht dank ihrer vielfältigen Gestalten die theatralische Villa Sticchi hervor, die 1895 vom Ingenieur Pasquale Ruggeri zum Wunsch von Giovanni Basca geplant wurde. Ihre maurischen Gestalten erinnern an die romantische Architektur der Paläste des Osmanischen Reichs. Sie weckten sogar die Aufmerksamkeit des berühmten salentinischen Regisseurs und Schauspielers Carmelo Bene, der 1968 das Gebäude in der Ouvertüre seines Films Nostra Signora dei Turchi, unsere Dame der Türken, einführte. Villa Raffaella ist mit der bekannten Schriftstellerin aus Mailand, Maria Corti, verbunden, die dank ihres in Otranto gespielten Romans L'ora di tutti, die Zeit von allen, berühmt wurde. Der Adelssitz wurde von ihrem Vater Emilio Corti mit einer erneuernden eklektischen Architektur geplant, der das Stil der Mittelmeerländer mit der Neuromantik gut verschmelzen konnte. Palazzo Tamburino ist von vielen als Palazzo Miramare oder Palazzo der hunderten Fenster bekannt. Nämlich charakterisieren die typischen Öffnungen die Fassaden des Gebäudes. Es wurde in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts gebaut und hier gab es von 1948 bis 1949 das Casino. Während des Faschismus wurde das Kurortshotel des Palazzos gebaut. Es hat nämlich die typischen architektonischen Merkmale dieser Zeitraums. Elegant und prächtig hat dieses Gebäude eine Terrasse mit wunderschöner Aussicht. Man kann hier die anmutige Landschaft des regionalen Naturparks Otranto Santa Maria di Leuca e Bosco di Trecase bewundern. Es ist von der Gemeinde von Santa Cesarea Terme und von der Region Apulien verwaltet. Auch die Villa Anna wurde während des Faschismus gebaut. In der Vergangenheit gab es hier einen Kindergarten und anschließend war es Sitz einer Tourismusschule.